Ein selbstloser 10-Jähriger, der leider beide Beine und Arme amputiert hat, will einen riesigen Berg besteigen. Luke Mortimer ist fest entschlossen, den MSAC Crack in North Yorks zu erklimmen. Dies möchte er für die Wohltätigkeitsorganisationen machen, die ihm geholfen haben. Der Junge war erst 7 Jahre alt, als er sich eine schwere bakterielle Infektion, Meningokokken und Septikämie zuzog. Obwohl er die tödliche Krankheit überlebte, verlor er alle Gliedmaßen und musste 23 schmerzhafte Operationen überstehen. 2019 zog die Familie des Jungen in einen Bungalow in Emsey bei Skipton, wo er die nahegelegene Klippe sah, die er nun erklimmen möchte. Am Samstag, den 4. November, wird er versuchen, das zu schaffen. Luke sprach ebenfalls eine offene Einladung aus, dass jeder an der Spendenaktion teilnehmen kann.